back from the dead. So, alle sind dran. Okay, dann gehen wir auf Zuschauen. So, dann viel Glück, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt 3 Matches, ne? Best of 3. Möge der Bessere gewinnen. Nox gegen Sheila um Black Market Blueprint. Ich bin gespannt, wer von den beiden gewinnt hier. Für alle die das später im Video hier sehen bei YouTube, wir machen das so, dass immer ungefähr gleiche Elos aufeinandertreffen. Das sind beides hier Grand Champs, ne? Denke. Ja. Oh, Sheila mit der ersten Aktion. Schöner Lob. 1-0 für Sheila. Leute im Chat, was sagt ihr? Wer gewinnt? Wer holt die Runde hier? Wer gewinnt das 1 gegen 1 hier? Tatsächlich Sheila. Sheila, ne? Aber Nox auch so. Ich weiß natürlich nicht, 1 gegen 1 ist mal natürlich was komplett anderes, wenn man gegeneinander spielt. Also ich weiß, dass Nox im Team super gut spielt. Alleine habe ich noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Stimmt, Solo habe ich nicht viel gesehen. Sheila kennen wir ja schon von früher, aus den Solo-Turnieren, deswegen die wir mal gemacht haben. Deswegen weiß ich, dass er ganz gut spielt. Oh, Nox mit einer wunderschönen Aktion, aber Sheila blockt die. Hat er gut gemacht, Nox. Die Frage ist natürlich hier auch clever zu spielen, Boosts mitzunehmen von Gegner. Genau das, was er macht. 1 gegen 1 muss man. Schöne Drehung hier von Nox. Geht direkt wieder über in den Angriff. Muss jetzt aber aufpassen. Hat auch keinen Boost mehr und kann da nicht mehr zwischengehen. Das war's. Sheila nutzt die Situation gut aus. 2-0. Also das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf eventuell das nächste Rocket League-Turnier, was wir machen werden. Sheila ist schon gut im Angriff, muss man sagen, ne? Aber das wusste ich schon vorher. Also das Ganze wird hier ein Best of 3. Das heißt also, wer zuerst 2 Siege raushaut, der gewinnt das Black Market. Oh, hat aber schön gemobst. Ja. Sheila, da ist Sheila Bentek eher dran. 3-0 schon nach einer Minute. Das ist schon ordentlich, oder? Aber jetzt noch die erste Runde. Natürlich, stimmt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft man 1 gegen 1 auch trainiert und spielt. Das machen, glaube ich, nicht so viele. Genau, Nox schreibt doch gerade, er ist bad im 1 gegen 1. Aber manchmal ist auch interessant, ne? Beide gehen hin. Da gibt es ja auch unterschiedliche Taktiken, ne? Manchmal geht man noch nicht hin oder so. Ja, warte, das, wenn der Ball kommt und dann. Ja, es gibt Leute, die warten, ne, bis der Ball auf dich zukommt und dann, dass sie dann was machen. Oh, jetzt steht er wieder mit einem Angriff. Nox kann ihn aber diesmal blocken. Schön gemacht. Jetzt geht's halt darum, schnell den Boost zu nehmen und dann sofort einen Konter zu legen, bevor Sheila irgendwie in irgendeiner Weise sich einen Boost holen kann. Aber jetzt ist schon wieder zu spät. Man muss ja extrem sparsam mit seinem Boost umgehen, damit das irgendwie funktioniert. Aber wichtig, in den Boost zu mopsen. Auf jeden Fall. Henry, wen meinst du im Chat? Oh, Nox hier mit dem Anschlusstreffer. 3-1 nur noch. Noch 3 Minuten. Also in der Zeit, in der Sheila 3 Tore gemacht hat, hat Nox jetzt 1 gemacht. Aber Nox kommt jetzt besser rein, muss man sagen. Ne? Vielleicht gibt ihm das ein bisschen Schwung. Mhm. Vielleicht besser, einfach was in Zukunft mal ein bisschen besser üben sollte. Vielleicht. Ja. Also Team ist ja ganz gut, wie gesagt, aber alleine hat er Potenzial auf jeden Fall. Oh, Sheila jetzt mit der Aktion. Oh, da hat er gut gewartet. Das war schwer für Nox zu verteidigen. Ich dachte erst, er versucht ihn zu faken. War ja auch so ein bisschen. Nox hat so einmal kurz reagiert. Kann mir einer sagen, wen der Henry im Chat meint? Hat er sich auch im Chat verirrt oder so? Kommt mir nämlich ein bisschen vor. Oh, Anschluss verloren. Direkt noch ein Treffer von Sheila. Das tut richtig weh. Ob die erste Runde abgehakt ist? 5-1 ist schon ordentlich, ne? 4 Tore Unterschied. Schwierig.
Auch interessante Autowahl. Dominus gegen Fennec. Wunderschöne Aktion hier. Er geht aber nicht rein. Schade, Shida, aber ein gutes Ding. Jetzt Noxzeich mit dem Angriff. Ja, Noxzeich soll nicht ganz auf die Reihe, Shida auszuspielen, ne? Das fehlt ihm noch so ein bisschen. Aber er schlägt sich gut. Ja, finde ich auch. Huch. Jetzt vielleicht die Chance für Nox. Ah, ich dachte. Shida zu faken wird auch schwierig. Oh, jetzt vielleicht die Möglichkeit für Nox. Ach, Shida auch schon direkt wieder da, ne? Shida ist natürlich auch schnell da. Das war eine schöne Aktion von Nox. Schön ja. gemacht hier. Er kommt zum Anschlusstreffer. Nur noch 3 Tore Unterschied. Bei Shida ist das so, da musst du auf die kleinen Fehler achten, die er macht. Die kannst du dann ausnutzen. Ja, das stimmt. Shida versucht da viel Druck zu machen. Da muss man vielleicht auch mal gucken, dass man da. Wenn man da den Ball einmal nach vorne bekommt. Ja, Nox greift an. Shida macht das gut. Er wartet hinten natürlich, ne? Ist ja klar. Mhm. Jetzt muss Nox sehr aufpassen. Kommt nochmal der Touch. Schön, 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 schön gehalten. War wichtig. Aerial sehen wir nicht so, ne? Von den Leuten. Wir sehen eher nur so ein Ausspielen vorne am Tor. Aber ein wirkliches Aerial von oben irgendwie, dass jemand kommt. Oh! Na, Nox hat keinen Boost. Der Ball geht aber noch nicht rein. Davon. Schön gemacht von Nox. Ich dachte, es ist Shida. Nox ist kaputt, aber der Ball geht Richtung Tor. Shida hat ihn noch. Oh mein Gott. Ich dachte, der geht rein. Er kommt runter. Jetzt Nox nochmal mit der Chance. Macht er ihn rein? Er macht ihn nicht. Nein, Shida hält ihn. Was für eine Parade. Was für eine Parade. Das ist ja unglaublich. Jetzt noch mal mit der Möglichkeit. Kommt Shida hin? Nein. 3:4. Oh mein Gott. 27 Sekunden noch. Wie nah es kommt jemand einfach in den Chat und sagt so, hä, machst du eine Reklambewerbung für ApoRed? Wer? Ich, keine Ahnung, niemand. Einfach im Chat verirrt. Wahrscheinlich, oder ApoRed hat auch einen Rocket League-Clan. Hat er überhaupt noch einen YouTube-Channel? Ich glaube auch nicht mehr. Oh, das könnte die Entscheidung sein. Ja, das ist es. Das ist es. Erste Runde geht an Shida, würde ich sagen. Ja. 6:3 hier. Ja, das wird es gewesen sein. 11 Sekunden Verschluss. Das war der Todesstoß. Aber Nox ist ganz gut rangekommen. Vielleicht hat er jetzt so den Kniff rausgefunden, wie man vielleicht Shida wehtun kann. Mhm. Nee, ist kein Turnier. Wir machen hier nur 1 gegen 1 um Black Market Blueprints. Oh, macht der Nox nochmal? Der macht ihn nochmal. Stell mal vor, der hat den Ball nicht kassiert. Dann hätten wir 6 Sekunden. Ja, und noch ein Tor. Ja. Ist aber ein knappes Ding. 6:4, 10 Tore sind gefallen. Das ist schon krass. Also Nox zeigt schon, dass er Tore machen kann gegen Shida. 6 Sekunden, ich weiß nicht. Wenn jetzt ein Anstoßtor fällt für Nox, dann vielleicht nochmal eine Chance, aber ansonsten wird es schwierig. Ich denke, die erste Runde haben. Die erste Runde ist gelaufen, das war's, ja. Also, der erste Gewinner ist Shida. Shida gewinnt die erste Runde. GG. Das heißt, jetzt müsste Nox versuchen auszugleichen. Wir drücken alle nochmal auf Ready, würde ich sagen. Und gehen dann direkt in die zweite Runde rein. Und ich gehe mal schnell auf die Toilette, ja? Ja, bis gleich. So, sollte jetzt Shida gewinnen, dann holt sich Shida das Black Market. Sollte Nox gewinnen, gibt es nochmal eine dritte Runde. Also, ich bin gespannt. Best of 3 spielen wir hier. Best of 3, 1 gegen 1. Hi Katze, wie geht's, wie steht's? So, für alle, die das hier später im YouTube-Video sehen, das ist so, ja, ich weiß nicht, so eine Art Training vielleicht für uns mal. Mal gucken, wir werden ja demnächst wieder ein Rocket League-Turnier machen. Schöne Aktion hier, Nox kann ihn nicht ab. Aber wir sehen aber auch hier, dass Nox den Wagen gewechselt hat. Ist jetzt auch zum Dominus gegangen. Er ist einfach ein Tick schneller, Shida. Schade.
Oh, kann vielleicht das Nebel jemand erklären im Chat? Auf der Startseite bei YouTube geht das. Oh, schöner Block von Nox. Geht der rein? Oh, schade. Da hat Nox eigentlich... Also Nox ist, wird extrem in die Defensive gedrängt natürlich hier. Ich glaube, da wollte er ihn kurz dämonen. Schade. Das hat natürlich Shield auch ein bisschen clever gespielt, muss man sagen. Ne? Am zweiten Pfosten dann nochmal gewartet, um den dann reinzumachen. Hast du herausgefunden, Nebel? Okay, nice. Freut mich. Ansonsten frag im Discord nochmal nach. So, Nox kommt hier wieder ran. Schauen wir uns das nochmal an. Der hat den Anschuss gewonnen. Und das sind genauso Aktionen, die Nox auch vielleicht braucht. 100er Boost genommen. Ist dann ein Tick schneller. Schönes Ding. Anschlusstreffer. Also dran denken, die erste Runde ging schon an Shield. Oh, jetzt Nox, vielleicht kann er nachsetzen. Er kann nachsetzen. Ausgleich, schön. Nox so nah ran wie noch nie an einem Sieg. Ausgleich jetzt, 2-2. Ich glaube, eine Führung hat er noch nicht. Shield schreibt nur wegen Dominus. Ja, das mag sein, tatsächlich. Ich muss sagen, der Dominus gefällt mir auch immer mehr. Ich habe ja sonst immer Octane gespielt. Jetzt spiele ich auch seit letzter Zeit wieder Dominus. Und der macht schon Laune zu spielen, muss man sagen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben für die Leute, die das später hier sehen, im YouTube-Video und auch hier im Live-Chat, was ihr besser findet. Octane oder Dominus? Würde mich mal interessieren. Hier direkt wieder die Führung von Shida. Lässt er sich nicht gefallen, der Ausgleich. Dominus. Dominus an die Macht. Octane. Ah, ich glaube, da herrscht 50-50, ne? Schön wieder von Nox. China macht wirklich mehr Druck, muss man sagen. Nox ist eher so der Konterspieler jetzt hier. Jetzt die Chance. Ist der Ball schnell genug? Er ist schnell genug. Ausgleich. 3-3. Ach, alles gut, Leute. Der Gizmo ist der Beste. Boah, ich bin gleich gespannt. Wir haben dann natürlich nachher nochmal zwei andere Duelle hier. Auf anderem Niveau, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal abchecken. Ich glaube, Dia kommt gleich noch. Und danach weiß ich gar nicht, wer da noch spielt gegeneinander. Wir haben nachher Dia 1 gegen Platin 3. Und dann haben wir noch ein Duell. Ich glaube, Nils gegen Nilsibus gegen Johnny. Nox führt mit 4-3. Nilsibus gegen Johnny. Da müsst ihr mal sagen, was ihr für Ranks habt. Der Dominus ist jetzt zu flach. Ja, viele mögen das ja, ne? Ich habe auch mal eine Zeit lang das Bettmobil gefahren und ich muss sagen, der ist richtig geil. So, macht schon Spaß. Zwischendurch mal auch andere Autos auszuprobieren, muss ich sagen. Ob man dabei bleibt, ist dann immer so die Frage. Oh, was ist hier los? Schöne Aktion da gerade. Keiner ist aber drauf reingefallen, so wirklich. Shida konnte nicht das durchführen, was er will. Jetzt eine gute Aktion hier, der gute Lob. Nox hat den gerade eben noch so wegholen können. Welchen Rang brauchst du? Nein, Rang ist mir egal. Ich wollte nur wissen, was ihr für Ranks habt, ihr beiden. Ihr spielt ja gleich gegeneinander. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Was sind so die höchsten Ranks, die ihr erreicht habt? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Shida schön abgewehrt hier. 3 Minuten noch, aber es sind wieder viele Tore schon gefallen, muss ich sagen. Mia ist auch wieder da. Hey, Mia. Ist spannend auf jeden Fall. Nox führt zum ersten Mal. Hat auch den Wagen gewechselt. Spielt mit Dominus jetzt. Läuft ein bisschen besser bei ihm. Ich frage, ob es sich damit auch zusammenhängt. Ja, klar, es hängt auf jeden Fall auch mit dem Wagen zusammen, auf jeden Fall. C1, D3, okay. Dann haben wir so ein Champ-Duell, dann haben wir hier ein Grand-Champ-Duell, dann haben wir gleich ein Champ-Duell und noch ein Dia-Duell ungefähr. Weil ich glaube, Johnny war auch Champ. Schön gerettet. Der Bump ist vielleicht nicht so gut gewesen. Ich wollte gerade sagen, wenn Shida den gut getroffen hätte, wäre gefährlich geworden für Nox, ne? Ja, denke ich auch. Da muss man aber 1 gegen 1 muss man verdammt aufpassen, wie man den Ball abprallen lässt. Was war das denn für eine Drehung von Nox? What? Was Shida das gemacht hat? Ob das gewollt war? Ich weiß nicht. Sah auf jeden Fall nice aus. Wie weird er sich da gedreht hat.
Oh mein Gott. Zufall oder nicht, egal, der Ball ist drin. Normales Fennecker und noch was für einen pinken Fennec traden. Ich habe nur Blueprints von einem Fennec, den ich traden könnte, rein theoretisch. Ich glaube, ich habe keinen Fennec mehr gemacht. Nox macht noch einen 6 zu 3. Sieht gut aus, muss ich sagen. Sieht gut aus hier für Nox jetzt, oder? Also Dominus, muss man sagen, hat echt geholfen. Vielleicht fangen auch Shidas Hände an zu schwitzen, man weiß es nicht. Aber Shida sagt sich, er wird spannend machen. Kann auch sein. Ja, genau, Ninja. Wir machen das genauso in der Reihenfolge, wie ihr auch euch eingetragen bzw. Bescheid gesagt habt. Danach wäre Eli gegen Ninja, genau. Oh, Nox ist schon wieder eher dran. 7 zu 3. Oh, jetzt kriegt Cheetah aber echt einen drauf hier, muss man sagen. Puh. Es geht natürlich auch ein bisschen um die Ehre, muss man sagen, ne? Bei einem 1 gegen 1. Es geht ja nicht nur darum, ob man hier im Black Market gewinnt, sondern auch, wie hoch man verliert. Das ist natürlich auch immer wichtig. Auch wenn man das Spiel abgeschrieben hat. Alles klar, B-Snitcher-Jaw. Bis heute Nacht. Ist der Controller runtergefahren. Oh, Sheila jetzt aber mit einem schönen Anstoß. Ja, das ist auch wichtig, ne? Gut zum Anschluss zu kommen beim 1 gegen 1 ist auch extrem wichtig. Oder da eine gute Strategie zu haben zumindest. Bin gleich mal gespannt in den Lower Ranks, die jetzt gleich spielen. Gleich haben wir Dia 1 und Platin 3. Sind natürlich deutlich lower als die beiden hier. Mal gespannt, wie das abläuft. Wie da so die Taktik ist beim Spielen, weißt du? Hier ist halt eher gespannt. Super spannend, weil hier ist natürlich eher, die beiden legen natürlich extrem Wert auf dieses. Hier ist viel Taktik angesagt bei den Grand Champs, das merkt man halt. Hier sind viele 1 gegen 1 Situationen, versuchte Fakes und hier werden nicht viele Aerials gemacht auch, das merkt man auch. Viele Blocks, oh, und hier Nox gewinnt den Block wieder, wenn er da jetzt rankommt. Ja, da ich kommt er ran. Ist das 8 zu 4, das dürfte die Entscheidung sein, oder? Eine Minute vor Schluss, 4 Tore, wobei Nox beim ersten Match auch sehr nah rangekommen ist, ne? Nach der großen Führung von Sheila. Ja. Was denn? Achso. Hm? Er hat geschrieben, seine Punkte. Ja, ja, fast 2000 Punkte. Schon crazy. Ja, ich weiß nicht, ob Sheila jetzt auch schon so ein bisschen aufgegeben hat und sich sagt, okay, pass auf, ich spare. Oh, Demo gegen Sheila auch noch am Ende. Jetzt flippt er bestimmt aus. Den macht er ganz ruhig rein. 9 zu 4. Also, wenn es zweistellig wird. Das ist eine Ansage. Das war auch eine gewollte Demo hier. Hat er extra noch nach rechts gelenkt. Sie hat noch einen Second Kill. Man darf auch nicht vergessen, Nox natürlich auch einer der Gewinner vom letzten Rocket League Turnier, ne? Darf man auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Das allerletzte Rocket League Turnier, was wir gemacht haben, 2 gegen 2, da hat Nox tatsächlich gewonnen am Ende. Deswegen. Sheila mit der Demo und mit dem Tor. Da war die Revanche von Sheila. Gucken wir nochmal. Das lässt er sich nicht bieten, oder? Er macht das Tor. Und dann boostet er nochmal schön durch, um Nox zu zerstören. Eine kleine Revanche war das. 9 zu 5. Ist natürlich gegessen, das Spiel, würde ich sagen. 30 Sekunden noch. Aber ist schon interessant, hier nochmal ein 1 gegen 1. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? 1 gegen 1, generell auch turniermäßig in Rocket League was. Wird aber wieder kommen. Wie gesagt, Ende Januar habe ich vor, was zu machen. Mal schauen, wann genau. Ich sage euch nochmal Bescheid. Bei mir im Discord, für alle, die Interesse haben, kommt gerne in meinen Discord rein. Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hier im Live-Chat, Ausrufezeichen Discord. Oh, das hat Sheila gut gemacht. Nox aber auch. Da hat er lang gewartet. Schön, hinterm Tor. Hinter der Linie, meine ich. Super gemacht. Und Nox setzt sich hier wieder durch. Hat aber keinen Boost. Und er macht ihn trotzdem rein. 10 zu 5. Also Leute, das ist... das ist schon Ehre nehmen. Also zweistellig im 1 gegen 1. Da muss man schon sagen, das ist schon... Da ist er schon leicht hops genommen worden, der Sheila. Auch wenn man da nicht mehr ernst spielt, bei so einem hohen Rückstand, trotzdem 10 Tore zu kassieren. Ich glaube, das will keiner. Das ist nochmal so eine Ansage. Tut ja schon weh, oder? Das tut wirklich weh. Ja, das tut vor allem auch, wenn man vor Zuschauern spielt. das ist auch immer so eine Sache. Man muss auch sagen, die beiden sind die Ersten, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Richtig, genau. Und jetzt sehen wir sogar ein drittes Spiel. Das heißt also, die machen es sogar auch nochmal spannend. Wer von den beiden hier gewinnt? Bin ich mal gespannt. Also, ready? Gehen wir ins nächste Spiel. Bin gespannt. Schön, macht Spaß. Haben wir lange nicht mehr gemacht, sowas. Ist ganz cool. Mir, was sagst du eigentlich zum neuen Overlay unten? Wir haben so ein paar Kleinigkeiten geändert, damit man mal alles unten sieht auch.
War ja vorher nicht der Fall. Ist ganz gut, ne? Mehr Informationen. Ja, finde ich auch. Also ich und trotzdem auch nicht zu viel, was wegnimmt, glaube ich. Mhm. Also was ich von gelesen habe, die fand es auch gut. Also. Mhm, sieht ganz gut aus, finde ich auch. So, schauen wir. Also, wer gewinnt das Ding jetzt hier? Beide eigentlich deutliche Ergebnisse gehabt, wo ich sagen muss, das zweite Spiel war schon viel deutlicher als das erste von Shida. Nox gewinnt den Anstoß hier, muss nochmal nach links hier den Boost holen. Hat ein bisschen Zeit jetzt noch. Shida ist sowieso im Tor schon. Und dieses Rückwärtsfahren ist problematisch, muss man sagen. Shida kommt aber nicht ran, er hat keinen Boost. Oh, jetzt muss er echt aufpassen. Nox hat nämlich Boost. Kommt da Shida noch ran? Kann ihn gerade noch eben so abwehren. Hat wieder keinen Boost. Ja, ja. Oh mein Gott, Nox, reicht das? Nein, reicht nicht. 1-0. Ball hat Shida gut verlängert, den Ball. Man muss sagen, ich weiß gar nicht. Ich dachte eigentlich, Nox hatte Boost. Er hat nämlich den 100er da geklaut. Und den anderen auch. Aber der linke 100er, der hat ihm, glaube ich, das Tor hier gekostet. Wenn er den nicht genommen hätte in der Mitte, sondern wäre direkt zum Ball gegangen, hätte er, glaube ich, den Ball abwehren können. Schade. Aber man weiß ja nie genau, wie der Gegner spielt. Dass Shida jetzt so eine Aktion hat, haben wir auch nicht gesehen, ne? Dass er versucht, den Ball direkt dann reinzuspielen. Eigentlich setzen beide, denke ich, gerne nach. Ja, oh, Nox jetzt mal mit einer. Schöne Aktion von Nox. Reicht leider nicht für ein Tor. Shida hat einen Boost, nimmt noch einen 100er mit, hat auf jeden Fall jetzt den Vorteil von den Boosts. Und der Ball geht rein 2-0. Schöne, schnelle Aktion von Shida. Ganz anders als im ersten Match, muss man sagen. Shida eher so auf Konter jetzt, ne? So, er wartet auf einen Fehler und greift dann an. 2-0. Ist auch eine Taktik auf jeden Fall. Es ist interessant, wie sich das wechselt hier auf jeden Fall zwischen den beiden. Wieder gewinnt den Anstoß hier. Beide haben jetzt einen Boost. Schön geblockt. Oh, das könnte das 3-0 sein. Und das ist es auch tatsächlich. Eine Minute gespielt. 3-0 für Shida. Er macht ernst. Puh. Geht Silber gegen Platin 2? Nee, das ist ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Also, sorry, das können wir nicht machen. Wie gesagt, das muss gleicher Rank sein. Und wenn sich das vielleicht um ein, zwei Divisions oder so unterscheidet, dann müsste der schlechtere Rank dazu stimmen. Ansonsten machen wir das nicht. Ist ganz wichtig. Müssen schon ungefähr gleiche Ranks sein. Ansonsten bringt es ja auch nichts, ne? Wir wollen ja hier auch kein 35-0 sehen oder so. Ja, Nox muss was tun jetzt hier. Ja. Ist ganz wichtig. Jetzt mit der Chance, wenn er den gut trifft. Er trifft ihn gut. Schönes Ding. Das war schön gemacht. Anschlusstreffer. Ich glaube, kein Fortnite heute. Wir können heute zum Nachtstream nochmal Fortnite spielen. Wir machen unsere Rocket League 1 gegen 1 Spiele jetzt hier und dann bin ich kurz raus, bin was essen und dann fange ich meinen Stream an für die Nacht. Wir machen jetzt jeden Tag immer im Grunde 2 Streams, also einen etwas länger mit einer Unterbrechung im Grunde. Finde ich ganz gut so. Habe aber auch vor, jetzt 2.20 ein bisschen früher anzufangen mit dem Stream immer mal wieder. Wenn ich das schaffe von der Zeit her. Heute war natürlich ein bisschen was anderes wegen dem Overlay und so, aber ja, die nächsten Tage möchte ich natürlich gerne was früher anfangen. Wahrscheinlich immer so, keine Ahnung, 15, 16 Uhr statt 17, 18 Uhr. Und dann auch die zweimal Streams. Schöne Situation jetzt hier und natürlich... Oh, Nox hat ihn! Oh, was für eine Aktion! Da kommt Nox aus dem Nichts und holt sich den Ball. Aber Nox hat, glaube ich, keinen Boost mehr jetzt. Aber schön den Ball erstmal weggespielt. Jetzt muss er schnell den 100er hinten holen, bevor Shida wieder angreift. Oh, das war eine wirklich wichtige Aktion von Nox hier. Und trotzdem ist der Ball drin. Oh, schade, schade, schade. Shida komplett am Sweaten. Ich meine, es geht ja auch um was, ne? Darum geht's ja hier auch. Und wir haben ja auch vorhin gesehen, dass Nox ja auch richtig gut spielen kann. Also so ist es nicht. Nur insgesamt, für alle, die auch hier das YouTube-Video schauen, könnt ihr gerne mal abstimmen, wen ihr den besseren Spieler fandet, hier von den beiden, wer die besseren Fähigkeiten hat, unabhängig davon, wer jetzt hier gewinnen sollte am Ende. Anschlusstreffer von Nox, ist noch alles drin, 4-2, alles ist drin. Go Nox, go, guck mal, da sind die Fans schon von Nox, nice. Was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich, hätten es beide verdient. Auf jeden Fall. Beide spielen wirklich gut. Beide haben einen anderen Spielstil einfach, das merkt man. Oh, was war das denn hier für ein komischer Anstoß? Komisch, ja. Jetzt geht es natürlich darum, wer hier besser... Aber das hat er gut gemacht, Shida hat er gut gewartet. Das ist schwer. Für den Angreifenden ist es manchmal auch in so Situationen wirklich schwer. Erste Aerial-Situation hier. Und schön abgewehrt direkt von Nox. Nimmt den 100er mit.
Kann den Ball aber nicht instant mitnehmen. Oder will auch nicht. Den Lob über Sheila. Jetzt muss er ruhig spielen. Und der Ball ist drin. 3:4 nur noch. Schön gemacht. Wichtige Aktion. Sehr wichtig. Und noch über 2 Minuten zu spielen. Hier der Lob. Wunderbar gemacht. Nochmal der Touch da am Ende. Aber ganz wichtig. Also wenn sowas natürlich nicht getroffen wird, ne, macht Sheila den Ball rein. Mhm. Und kassierst du dafür direkt. Ja. So, Sheila wieder am Ball jetzt hier. In der eigenen Hälfte. Nimmt den 100er mit. 4-3, knappes Ding. Schöner Lob hier. Nox kommt gerade eben noch so ran. Schön abgewehrt mit dem Pfosten hier zusammen. Ist eher dran. Sheila gefährt direkt ins nach hinten. Nimmt den 100er mit. Geht nicht hoch zum Aerial hier. Nox blockt ihn einfach runter. Schön gemacht. Legt ihn sich vor. Kommt aber nicht mehr hin. Sheila ist direkt da. Oh, oh, er geht auf Demo. Er geht auf Demo. Okay. Bei 1 gegen 1 natürlich nicht so gern gesehen immer. Kann man sich vorstellen. Oh, da hat er ihn fast ausgespielt. War eine gute Aktion eigentlich von Nox. Keiner nimmt den 100er mit, oder? Doch, doch, doch. Sheila, okay, okay. Ja, der war kurz noch da, hast du gesehen? dieser komische Bug da. Mhm. Nox hat ihn. Oh mein Gott, ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen. Wieder eine Demo. Sheila gegen Nox. Oh, jetzt hat er natürlich das Tor frei. War so ein bisschen die Revanche von gerade, muss man sagen, ne? Oder von der Vorspiel noch. Ja, ja, ja. Also Sheila führt 5:3 jetzt hier. Okay. Oh, Nox, den hätte sie reinmachen müssen. Nox schön abgewehrt hier. Die letzte Minute angebrochen. 2 Tore braucht Nox. Ganz wichtig, um einen Ausgleich überhaupt erstmal zu haben. Oh, was für eine schöne Aktion, aber Sheila passt auf hinten. Nox hat ihn. Sheila hat aber den Boost. Wieder zuerst dran, Sheila. Er muss einfach nur auf Zeit spielen jetzt im Grunde genommen, Sheila. Muss einfach nur gucken, dass er die Bälle ein bisschen abblockt hier. Nox braucht ein Tor. Nox macht ihn. Oh mein Gott. 26 Sekunden. Sheila sagt schon, was mache ich da? Oh, Sheila, weiß ich wirklich nicht, was du da gemacht hast. Ein Tor braucht er noch. 26 Sekunden. Schafft es Nox noch oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Oh mein Gott, der Lob ist gut. Sheila kommt aber ran. Oh mein Gott. 15 Sekunden noch. Der Block war gut von Sheila, der Block war gut. Oh mein Gott, Nox muss jetzt angreifen. 9 Sekunden. 6, letzter Angriff jetzt. 4 Sekunden. Sheila blockt. 2 Sekunden noch, 1. Das war's. Oh mein Gott, was für ein knappes Ding am Ende. GGs gehen raus. Sheila holt das Ding hier ganz knapp am Ende. Im dritten Match mit 5:4. Krass. Also haut mal ein paar GGs hier raus. Ja, gut gespielt. Die beiden haben es auf jeden Fall verdient zu gewinnen. Ja, absolut krass. Dass das so knapp nochmal war am Ende. Schönes Game. So, dann würde ich sagen, laden wir den Sheila mal ein zum Handeln hier. Ne? Kann ich noch nicht? Jetzt. Okay. So, dann bekommt Sheila von uns Popcorn. GG, Sheila. War ein knappes Spiel, muss man sagen, oder? Beide hätten es verdient. Ja, definitiv. Hat Spaß gemacht zuzuschauen, auf jeden Fall. Schönes Game zwischen euch beiden. War wirklich cool anzusehen. Hammer.